Moin, willkommen bei LZ Parts im Online-Shop der Lüdemann und Zankel AG. Was habe ich heute für euch? Ein Dacia Duster, Dacia Duster 2 mit einem, ich glaube, Plug-in Music oder so nennt sich dieses Radio. Ich kenne mich da gar nicht so genau aus. Ist auf jeden Fall mit Freispeicheinrichtung, CD-Schacht und naja, es kam in letzter Zeit öfters mal zu den Anfragen: Mensch, kann ich das nicht tauschen gegen das Medianav? Das wäre ja toll, wenn es so einfach wäre. Aber ich kriege das Medianav im Grunde genommen nicht so, wie ich es haben will. Also wir haben hier ein Dacia Duster 4x4. Und wenn ich den jetzt die Zündung einschalte, dann habe ich hier oben die Uhrzeit drin und die Temperaturanzeige. Und hier blinkt momentan Radiocode. Ich mache euch mal ein bisschen näher ran. Sollte funktionieren. So. Das interessiert jetzt aber weniger. Das heißt, ich baue das hier jetzt erstmal aus und dann gucken wir mal nach. Was man mit den Händen macht, macht man tendenziell nicht kaputt, wenn man vorsichtig ist. So, dann hätten wir das schon mal. Vier Schrauben nehmen wir dann mal raus. Wir das ziehen, dann kommen wir hinten an die Anschlüsse ran, das heißt die Antenne, UKW, Stromversorgung, Mikrofon, so wie das hier aussieht, ne? So, und nochmal Datenbusleitung, schätze ich mal, wie auch immer. Dann haben wir das Radio erstmal ausgebaut. Okay, das lege ich dann unten hin. Und was probieren wir aus? Wir wollen das Medianav da rein tun. Da haben wir hier schon mal, machen wir mal wieder ein bisschen näher ran. Ein schönes Spielzeug, ne? So, da haben wir drei Anschlüsse. Also GPS, DAB und FM. Hier ist ganz normal wieder Datenbus und hier für Lenkradfernbedienung bzw. Mikrofon. Vielleicht ist auch hier das Mikrofon drauf. Hier ist auf jeden Fall die Stromversorgung und die Lautsprecherkabel. Ja, ich habe einen Zugang und zwar nur den hier. Dann nutze ich auch erstmal nur den. Die anderen kann man ja mittels, Antennensplitter kann man die FM zum Beispiel aussplitten auf DAB und FM, das geht mit einem Antennensplitter. Aber die GPS-Antenne, da müssen wir mal gucken. Und ich glaube sogar, dass diese GPS-Antenne eigentlich eher hier vorne irgendwo im Cockpit unten drunter ist. Also das werde ich noch herausbekommen, sagen wir es mal so. Okay, ich wollte euch das eben halt nur mal zeigen. Also gehen tut das. Das Radio, welches ich jetzt hier reinsetze, das Medianav, ist aus dem Dacia Duster Pioneer. Ist ja auch 4x4. Und dann schauen wir mal. Denn der 4x4 hat ja auch einen 4x4 Monitor. So. Stellung 1. Und siehe da, wir haben ein Dacia-Logo. Ach du Schande, jetzt geht es wieder mit dem Code los. Die Hand davor.
Ich hoffe, das ist der richtige. Ja, wunderbar. Also. Telefon, okay, abbrechen. Ich bin ja ganz ehrlich, ich habe das schon ausprobiert. Also die Freisprecheinrichtung hier funktioniert. Freisprecheinrichtung wird überhaupt nicht das Thema sein. Radio wird auch nicht das Problem sein. Wenn ich jetzt aber auf DAB gehe, sagt er, kann ich nicht empfangen, weil ist nicht da, weil die Antenne ja nicht da ist. Was mir noch fehlt, ist die Temperaturanzeige hier. Die habe ich aber hier im Cockpit bei diesem Wagen. Und was fehlt noch? Was geht nicht? Was geht nicht? Fahrzeug. Driving Eco wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Beziehungsweise die 4x4 Info wird auch nicht da sein, weil dafür muss es einen Gear-Sensor geben. Die Frage ist immer, wo das herkommt. Und das kann man sicherlich irgendwie alles noch rausbekommen. Das Wichtigste aber, was hier funktionieren soll, und ich hoffe, dass mir das Handy jetzt nicht abschmiert. Gehen wir mal wieder auf Home. Weil, wenn keine GPS-Antenne hinten dran ist, dann wird das Navi auch nicht funktionieren. Ich werde hier noch nicht zustimmen, weil die Navigation habe ich noch nie aktiviert bei diesem Radio, bei diesem Medianav. Aber brauche ich eigentlich auch gar nicht. Denn. Mal gucken. CarPlay. Apple CarPlay. Und damit kann ich dementsprechend navigieren. Das heißt, mit Google könnte ich jetzt navigieren. Also. Lenkradfernbedienung. Also es funktioniert doch alles. Gar nicht schlecht. Also man müsste jetzt. Und jetzt kommen wir auch zur Schwierigkeit. Mal eben ein Medianav nachrüsten. Ich glaube, das ist nicht so ohne weiteres möglich, weil die Konfiguration muss ja auch stimmen. Ist es ein Medianav, das dementsprechend softwaretechnisch programmiert ist für den 4x2 oder für den 4x4? Ist es mit dem Monitor, wie ist es mit dem Datenbus für Driving Eco und diese ganzen Geschichten? Das nicht so einfach. Aber wer damit leben kann, Telefon, das alles funktioniert, Apple CarPlay, Android Auto funktioniert, gibt ja auch welche, die eben halt auf dem Markt sich irgendwo irgendwie so Medianav besorgen. Und hier muss man natürlich aufpassen, dass man nicht immer ja, Hehlerware kauft oder so etwas. Und davon kann ich auch nur abraten. Das schützt auch die Unwissenheit vor Strafe nicht. Und solche Sachen wollen wir auch nicht fördern. Wäre aber schön, wenn der Hersteller es anbieten würde. Würde ich mich persönlich auch drüber freuen, sage ich ganz ehrlich. Ich wollte euch das nur mal zeigen, damit man weiß, wie weit geht's. Also ich verliere eben halt die Temperaturanzeige, die Uhrzeit. Ja, die Uhrzeit ist da. Apple CarPlay bei dem Medianav Evolution eben halt mit Apple CarPlay und Android Auto funktioniert auch im Austausch gegen das vorhandene Radio. Freisprecheinrichtung funktioniert. Navigieren würde ich dann dementsprechend über Google, weil die Navigation braucht ja die GPS-Antenne. Wobei die GPS-Antenne gucke ich mir gleich mal im Katalog an, ob ich die irgendwo bestellen kann, damit ich das auch noch ausprobieren kann. Okay. In diesem Sinne hoffe ich wie immer, dass ich weiterhelfen konnte mit diesem Video, euch ein paar Fragen beantworten konnte. Also ich habe versucht, dieses Medianav zu bestellen. Da steht eine Teilenummer oben drauf. Da steht im Bestellprogramm nicht verfügbar. So ist es. Und geht wahrscheinlich dann nur mit Fahrgestellnummern. Nur wenn die Fahrgestellnummer nicht für 4x2 ist. Oder eine Fahrgestellnummer von 4x2 und ich brauche ein Radio für ein 4x4. Denn das haut nicht hin. Das haut einfach nicht hin. Und umgekehrt.
Okay. Wollte ich euch nur gezeigt haben, einmal kurz erklärt haben. Und in diesem Sinne, wie immer, bis denn dann.